Aber Erz hätten wir da unten eventuell noch. Oh, da oben natürlich mitten am Wohngebiet. Hätte man hier natürlich vielleicht wirklich die Industriestadt machen können. Aber es ist jetzt halt zu spät. Das ist jetzt gelaufen. Aber ich würde sagen, dass wir hier unten erstmal noch ein bisschen Erze abbauen. So. Überfall im vollen Gange. Ja, hallo, machen die hier nichts oder was? Ja, die sind krank. Da ist das Krankenhaus, verdammte Hacke. Wir haben 4 Krankenwägen da. Also wir können ja mal ganz kurz, gibt es da so eine Gesundheitskarte bestimmt, oder? Gesundheitskarte. Gesundheitskarte. So, können wir mal kurz auf die Zufriedenheitskarte gucken. Alle, die mir hier nahestehen, sterben mir weg. Es ist schrecklich. Warum sterben die weg? Da ist das Krankenhaus. Ganz hart. Aber ansonsten sieht die Sympathierate doch eigentlich ganz okay aus. Warum hier? Wahrscheinlich kommen da die Krankenwägen gar nicht hin oder so. Ich weiß es nicht. Ich meine, ganz schlecht geht es keinen. Das ist ja nur orange. Aber die steigen ja auf jeden Fall mit der Rate wieder nach oben. Kann natürlich sein, dass sie noch sauer sind, weil ich da das Krankenhaus zu früh abgerissen hatte und kein Geld hatte für das nächst höhere Gebäude. Also Fakt ist, wir haben jetzt ganz wenig Einwohner gerade. Weil die ja gerade wieder neu bezogen werden, glaube ich. Wir machen immer wieder gut Geld plus. Wir könnten hier, wenn wir noch was hinbauen, dass hier die Gebäude aufsteigen. Wir können ja noch mal kurz schauen. Arbeitslose haben immer noch jede Menge. Die natürlich pendeln da gerade welche rum. Aber wir haben in der oberen Schicht natürlich auch noch Jobs zur Verfügung. Das heißt wirklich, glaube ich, dass ich hier noch zuallererst mal den mache und den mache. Und dann noch ein Parkchen hinbaue. Aber ich glaube, diesmal mache ich ein Amphitheater hin. So. Jetzt sinken die Einwohnerzahlen noch weiter in den Keller, weil die sich ja da gerade alle hoch entwickeln und wahrscheinlich noch nicht komplett ja, voll sind. Hier in Einwohnerstadt 2 ist das Leben so schön, so schön, so schön. So. Was geht ab hier? Da wollen wir noch, müssen wir eh noch mal gucken, dass wir die Straße noch mal umändern, weil wir wollen ja noch irgendwie einen Bahnhof dahin bauen. Dass sie denn auch, was kosten hier öffentliche, so ein Bahnhof? Bahnhof? Nein, Züge? Da. der kleine Bahnhof kostet, das sind beides so. Der eine, der kostet zwar mehr, aber das sind für deutsche Hochgeschwindigkeitszüge, aber natürlich, weil ich ja dieses DRC habe. Ja, Bahnhof, kostet halt, der hier kostet halt 50 mehr, ne, kostet halt so dasselbe. Aber natürlich würde ich dann schon das Ding für 50 mehr machen, was einfach cooler ist, ne. Warum gehen die Einwohnerzahlen nicht wieder hoch, verdammte Hacke? Die sind jetzt hier weiter ausgebaut und alles, aber irgendwie, ne, ist die Einwohnerzahl trotzdem halbiert, ne, knallhart. Könnt ihr mal kurz gucken. Abwasser sieht sehr schön aus. Wasser ist auch noch mehr als luftig. Ach du dickes Ei. Und Strom. Mann, ich habe gesagt Strom. Geht noch. Und Müll. Auch alles super soweit. Okay. Warum schießen die Einwohnerzahlen nicht wieder nach oben? Ist denen das doch zu teuer mit der... Alles noch ganz gut aus. Aber warum sterben immer noch so viele Leute um die drumherum? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe hier ein großes Krankenhaus extra gebaut. Wartezimmer. Null. Also es sind gerade null da. Nochmal auf die Gesundheitskarte gucken. Oder hier nehmen wir hier. Da ist ein roter Block. Ich verlasse diese totgeweihte Stadt. Zumindest kann man hier gut shoppen. Die neuen Gebäude sind echt schön. Das Leben hier war unterhaltsam. Wir ziehen um wahrscheinlich, so als fehlt der Rest. Was uns glücklich macht. Ich verlasse diese Todgewalt, also was uns unglücklich macht. Es gibt so viele Verletzte, wir ziehen um. Warum, bitte, fährt die... Da ist der Krankenhaus. Da sind alle zufrieden soweit. Gut, da hinten vielleicht nicht so, wir brauchen mehr Touristen. Aber warum, ne, warum? Warum? Ja, ne, warum? Die sind ja auch gar nicht ausgelastet oder so derartiges.
Patientenflügel, was haben wir noch? Ein Notfallzentrum. Zeit bis zum Ableben zweimal vorherige Zeit bis zum Ableben. Kann ich auch darüber bauen, jawohl. So. Also wenn die jetzt immer noch rumpümmeln, dann weiß ich auch nicht mehr, ne? Zwei Tote pro Tag. Warum haben wir zwei Tote pro Tag? Wir haben da jetzt... Wir haben 8 Krankenwägen. Also wenn die das nicht mehr alle schaffen, die Verletzten einzusammeln, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann ist irgendwas faul im Staat Dänemark. So, ein bisschen hier das Ganze florieren. Das ist ein Büro des Brandschutzbeauftragten. Kostet 500, aber dafür brennt es halt weniger, ne? Da will ich noch ein bisschen Platz für das Krankenhaus auf jeden Fall lassen. Da baue ich lieber hier in die Richtung aus. So. Und da haben wir sogar noch einen Feuerwehrlandeplatz für einen Hubschrauber. Gut, aber jetzt will ich nicht mal zu viel bauen, sonst kriegen wir nämlich wenig Gewinn. So. Also wenn da jetzt noch irgendwas passiert, da ist ein verlassenes Gebäude irgendwo. Wo? Wo bist es? Da hinten. Ich dachte eigentlich auch, dass die Einwohnerzahlen wieder hochgehen, aber irgendwie tun die das nicht, ne? Ist ganz hart. Wir können hier nochmal eine Querstraße bauen, auf jeden Fall. So. Dass sie da auch schneller hier sind, dass sie da nicht... Dass sie dann, dass zum Beispiel die Feuerwehr oder die Polizei dann nicht irgendwie erst da lang fahren muss in den Stau, sondern dass sie hinten durchfahren könnten. Ich hoffe, die machen das auch. Ich hoffe, die sind da so intelligent. Dann machen wir hier nochmal. Dann können wir hier noch ein kleines Wohnviertel machen. Ding dong. So, sehr schön, haben wir das. Weil Fakt ist, hier wollen wir noch ein paar Megatürme hinbauen dann. Da unten können wir jetzt auch Megatürme noch hinbauen. Ich weiß, ich habe es in einer halben Stunde, werdet ihr wahrscheinlich alle denken. Mann, du hast gesagt, du baust die Schulen aus und was ist? Ja, mache ich jetzt. So. Gymi oder Hochschule? Wir bauen ein Gymi, komm, was soll's. Aber wir brauchen erst noch Geld. Mach hin, wir brauchen das Geld. Ey, Mama mia. Per favore. Ne, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das heißt. Ja, wir haben ja genug Geld. La Schule. La Schule bauen wir... Die würde ich hier unten hin, so hier an die Ränder hinbauen, weil da kriegen wir eh nicht so viel hin. Auch keine Megatürme oder derartiges. Hier direkt neben das Güllewerk würde ich es bauen. So. Nur noch mal gucken nach Schulbuslinien. Und Bus und Bahn und wollten wir auch noch machen. Okay. Schulbuslinien hier. Haltestellen. Da machen wir hier eine Haltestelle hin. Ansonsten dürften eigentlich alle soweit zufrieden sein. Ja, müssen, ne? Ja, da passen erstmal 800 Leute hin, ne? Das nächste ist auf jeden Fall, dass wir da jetzt ein bisschen so, ja, busmäßig was bauen werden. So, also so ein Shuttle-Bus-Depot. Was haben wir hier noch? Wir könnten... Wir haben sogar einen Brandschutzbeauftragten. Wir schicken da auf jeden Fall mal eine Feuerwehr rüber. Und Krankenwagen. Oh, da können wir noch einen rüber schicken, ne? Das ist ganz hart. So. Okay. Und Polizei. Ne, das passt so. Lass mal so erstmal auf jeden Fall. Okay, da kriegen wir. Seht ihr das? Da kriegen wir die Fracht auf jeden Fall von da drüben. Die wird hier im Handelsdepot gelagert. Jawohl. Sehr nice, sehr nice. Akademische Initiative, die wollen immer noch diese Akademie haben, ne? Ich nehm's mal an. Stellen Sie die Akademie auf. Wir haben natürlich aktuell nicht so viel Geld dafür.
natürlich jetzt auch, die Einwohner gehen nicht wieder hoch, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass das, ich dachte echt, dass das wieder hochgeht. Wie sieht es eigentlich mit der Sympathierate aus? Weil eigentlich habe ich ja die Mieten nochmal, also das Geld nochmal erhöht, hier vorne auf 12. Aber es jammert keiner rum, ne? Hier haben wir noch einen Kleinkredit, den können wir mal abbezahlen. Dann sind wir auf jeden Fall wieder im, ja, im Plus, haben natürlich weniger Geld jetzt, um irgendwas zu machen. Aber das heißt, wir zahlen auch weniger Raten dort drüben. So, wir können mal kurz schauen. Arbeitslose. Wir haben keine Arbeitslose. Wir haben verfügbare Jobs. What the fuck? Von hier auf jetzt. Knallhart. Das heißt, wir werden definitiv erstmal keine Geschäfte mehr bauen. Wir haben wahrscheinlich schon zu viele Geschäfte. Das ist ganz hart jetzt. Wieso kriegen wir immer mehr Pendler nach außerhalb, obwohl hier Jobs verfügbar sind? Okay, wir mal gucken. Megatower kostet, glaube ich, nur 100.000 der erste, ne? Die Akademie kostet 25.000, okay. Omega Co. Megatürme kostet... Wir haben sogar Elite-Megatürme. Könnte ich sogar einen bauen, wenn ich das Geld hätte, jawohl. Das ist ganz hart. Was es da für Dinge gibt, guck mal, der kostet eine 338.000, eine Etage. Ganz harte. Okay. Und auch die Schwebebahn, aber da müssen wir erst Skybridge erforschen. Oh, die Sympathierate ist sehr weit oben. Aber wir sollen natürlich die Einwohner pushen, ne? Natürlich so gerade schlecht. Aber zufrieden sind ja jetzt alle. Also können wir mal kurz auf die Zufriedenheitskarte gucken. Doch. Also hier sind sie auch langsam. Es sterben immer noch, immer mehr. Einfach schrecklich. Warum sterben da Leute? Ich verstehe es nicht. Das ist bestimmt ein Bug. Ich glaube, ich lasse das Gebäude jetzt mal ab. Wir haben viele Kunden, aber die Sympathierate ist nur normal, okay. Geschlossen, hier werden Mitarbeiter gebraucht. Das Geschäft läuft gut. So, jetzt bauen die da nämlich ein neues Gebäude. Und wenn jetzt da wieder irgendwas ist, dann ist da irgendwas wirklich im Busch, ne? Also ich weiß nicht. Döp, döp. So, was ist hier los? Schon mit Schule voll, oder was? Ich habe es satt, die Kinder zum Sport immer aus der Stadt herausfahren zu müssen. Okay, die wollen eine Turnhalle, das machen wir doch mal. Eine Turnhalle. Und da brauchen wir noch Schulbusdepot, müssen wir auch noch bauen. Okay, oh, so, oder? Aber wie viele Schüler waren da jetzt? Ist noch, Luft brauchen wir noch nicht erweitern, 337 Kinder erst. So. Kostet 10.000 eine. Okay. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das Gymi läuft auf jeden Fall. Die Schulbuslinien haben wir, also die Haltestellen haben wir ja gemacht. Die Grundschule ist auf jeden Fall immer noch voll. Dann sollen wir ins Gymnasium reingehen, verdammte Hacke. Ja, hier, die wollen schon die Öffentlichen haben, ne? Ja, ist auch alles geplant, keine Sorge. Nur das einzige Problem, was ich da jetzt gerade sehe, ist, da muss ich hier was abreißen. Das hilft nichts. Ach, oh leck. Und jetzt erst, was wir machen, sind wir bauen die Straßen aus. Was ist jetzt schon wieder? Nicht genügend Käufer der mittleren Klasse und Strom. Strom. Haben natürlich immer noch nicht diesen großen Apparillo da. Habe ich die kleine gebaut? Ne, ist die große, ne? Brauchen Geld. Gib uns Geld. So. Ansonsten müssen wir natürlich Strom kaufen vom Nachbarn. Hier haben wir zum Beispiel, da haben wir noch überall was übrig. Kaufen wir hier, kaufen da, so. Haben wir mal die Spendierhosen, anderen Strom. Weil langsam wird auch der Platz eng. Notfalls muss ich die Mülldeponie nochmal abreißen, woanders hinstellen. Und ja, die Fabriken auch wieder abreißen. Ne?
sieht zumindest wieder gut aus. Ein Strom, puncto Strom. Wieso ist die Feuerwehr? Langsame Feuerwehr. Wir haben die große Feuerwehrwache gebaut. Wir haben maximale Anzahl an Einsatzfahrzeuge, ne? Das ist ganz hart. Folgendes, dann müssen wir... Muss ich den wieder abreißen, das hilft nichts. So. Wir haben das Ding gebaut, wir haben alles Mögliche. Wir haben sogar ein Büro des Brandschutzbeauftragten. Ist ein Gebäude abgebrannt oder was? Tatsache, wurde. Was für eine kleine Hütte, interessiert doch keine Sau. Knallharte. Aber wir haben noch ein verlassenes Gebäude. Ne, das war das, okay. Gut, wir können jetzt auf jeden Fall die Universität bauen. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn wir hier so ein AKW mitten ins Wohngebiet bauen? Was wollen die denn? Wir haben zu wenige Kunden. Die Gewerbegebiete haben nicht genug Kunden. Weisen sie mehr Wohngebiete aus, um weitere Käufer anzulocken. Ja, kommt er jetzt, denn wir wollen ja hier Megatower bauen, ne? Aber ich glaube, hier passen keine zwei nebeneinander, das ist doof. Wie sieht das denn aus? Das ist die Gebäudedichtekarte. Da, genau, das ist ein bisschen schon abgekommen. Ich wollte die Straßen, wollte ich nochmal ausbauen. Wo ich es kann zumindest. Weil die ja irgendwie jammern, dass die Dichte so gering ist. Wir haben viele Kunden, aber sind trotzdem nicht happy, ne? Okay, wie weit kommen wir denn mit dem Geld? Also hier kriegen wir nur noch eine Straßenbahn, Hauptstraße hin, das wollen wir ja jetzt auch nicht unbedingt. Gucken wir mal, wo wir jetzt die Straßen, wie sehr wir die ausbauen können, ohne dass wir zu sehr ins Minus geraten. Oder in Richtung Minus. Einfach, dass sie da mit der Dichte da besser zufrieden sind. Da ist. Da müssen wir nochmal abreißen gleich, das mache ich gleich. Da haben wir die große schon gebaut. Okay, da auch. Hier auch. Da auch. Da auch. Da auch. Da auch soweit. Da auch. Hier können wir nochmal. Und da auch. Und da auch. Ist ja alles jetzt mit hoher Dichte, also. Daran darf es jetzt nicht mehr liegen. Aber ich glaube, wir haben echt zu viele Geschäfte gebaut, ne? Wir haben auch so viele. Wir haben so viele Jobs, das gibt's ja gar nicht. Muss ich mich mal kurz der Sache annehmen. Und zwar brauche ich das farblich gesehen gerade. Okay. Gut, das haben wir. Ne, ich will so ein paar Dinger hier abreißen. Das können wir ja da lassen so. Da sind ja schon einige Leute auf jeden Fall drüber. Und hier glaube ich noch wegmachen. Weg da, habe ich gesagt. Weg! Achso, ist ein Wohngebäude. Dann darf es doch entstehen. Okay, jetzt haben wir ein bisschen weniger Geschäfte gemacht. Das heißt natürlich, die Jobs sind runtergegangen. Aber auch nicht irgendwie, auch nicht sehr krass. Oh Mann. Wir brauchen Geld für Megatower unbedingt. Ah, 300. Mittlerweile gehen da einige Leute zur Schule, ne? Das ist hart. Können aber auf die Schulkarte gucken. Und zwar die Schulkarte verrät uns, dass auf jeden Fall alle zur Schule gehen. Das ist schön, ne? Ne, da sind wohl ein, zwei Kinder, aber es ist ja gerade erst entstanden, die müssen sich erst anmelden. Die sind ja gerade erst hergezogen. Aber das Gymnasium auf jeden Fall voll besucht, ne? Knallhart. 607, also ist schon bald voll, wenn jeden Tag mehr auf jeden Fall. Da sind wieder neue Gebäude entstanden, die sind natürlich noch nicht angemeldet, das ist klar.
Die Grundschule mittlerweile auch etwas nicht mehr ganz so voll. Sehr schön. Okay, Einwohnerzahl geht auch wieder nach oben. Das ist auch ganz toll. Und wir haben freie Jobs. Wir brauchen aber noch Geld. Wir könnten höchstens einen Kredit aufnehmen schon wieder. Oh, da ist ein Gebäude abgebrannt. Das war auf jeden Fall versichert. Wenn ich hier jetzt so mache und so mache, da sind die, glaube ich, nicht gerade happy mit, ne? Industrie Low-Tech, wir machen Gewinn. Es sterben immer... Warum sterben so viele Leute? Da baue ich extra das große Ding. Wir brauchen Strom. Habe ich vielleicht doch übernommen mit diesem Stromkraftwerk. Weil ich hier auch die Müllkippe gebaut habe und jetzt haben wir da keinen Platz mehr. Schwierig. Muss ich glaube ich doch, aber da sind die wieder so unhappy, ne? Was können wir denn noch bauen? Strom, was haben wir denn da? Strom, Strom. Wir können höchstens noch auf... Kriegen wir das Gebäude da irgendwie hin? Wenn wir das jetzt so machen, dass wir hier vielleicht noch ein bisschen auf ja, Sonnenenergie halt setzen, ne? Jetzt haben wir wieder freie Jobs zur Verfügung, ne? Ganz halt. Da haben wir den großen Kollektor. Da haben wir jetzt diese... Ne, wir haben ja noch gar keine Uni gebaut, ne? Wollte gerade sagen, dann können wir ja eventuell... Aber das reicht jetzt mal. Jetzt haben wir 17,3. Dann lassen wir das erstmal so. Auf jeden Fall alles schön erneuerbare Energien. Wieso ist der Strom gerade schon so abgesoffen? Hm. Ich habe lieber doch ein Kraftwerk gebaut. Aber wenn die Megatower stehen, brauchen wir ja richtig Strom dann. Strom. Ist gerade nichts mehr frei, ne? Wir können ja mal kurz, wir hüpfen mal ganz kurz in die Industriestadt rüber. Und schauen da mal eben, was da so abgeht. An puncto Strom und Dingsbums und tralala.